Hallo Freunde des fahrbaren Blechs und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Warum an einem Donnerstag? Nun, weil Sonntag das Best of 2022 kommt. Circa 25 bis 30 Minuten lang. Schaut es euch unbedingt an, es lohnt sich. Und jetzt viel Spaß, geht los. Sobald eine Spur wegfällt, verspürt manch einer den Drang, ganz vorne sein zu müssen, ganz egal, ob Platz da ist oder nicht. Ja, diese Kleintransporter sind nicht sonderlich übersichtlich, passieren sollte sowas hier aber trotzdem nicht. A3 Köln Richtung Oberhausen, zwischen Köln-Mülheim und Kreuz-Leverkusen 3 Kilometer stockender Verkehr. A52 Düsseldorf Richtung Essen, zwischen Essen-Harzog und Essen-Süd 2 Kilometer stockend und eine... Gleiche Stelle, diesmal links im Bild. Will ich wissen, wie der da hingekommen ist? Ich glaube nicht. Hallo? Geht's noch? Zweispuriges Abbiegen, man ahnt schon, was jetzt passiert. Es ist aber auch wahrlich schwierig. Fast überall wolkenlos im Freistaat. Keine Gewitterwolken in Sicht. 32 Grad in Fürth, 27 Grad bei Hohenpeißenberg. Morgen sieht's dann. Hier muss man bedenken, dass die Kamera mehr sieht als unser Einsender. Und ihr könnt mir glauben, den Motorradfahrer hier, den hat er erst gesehen, als er schon einige Meter vor ihm war. Ich habe gerade fast einen Motorradfahrer umgefahren. Nee, der hätte selbst Schuld gehabt. Esmet ist mit seinem LKW hier übrigens korrekterweise auf der linken Spur unterwegs. Die beiden rechten Spuren waren zu diesem Zeitpunkt nämlich eigentlich schon gesperrt. Sowas hier kann natürlich richtig böse enden und darf dementsprechend nicht passieren. Ja, der ist ja gefroren, aber das ist eigentlich nicht so, wie soll man das sagen, so besonders bevorzugt. Auffahren ist aber auch wahrlich eine Kunst für sich. Ja, auf! So dicht aufzufahren ist natürlich Mist. Davon mal abgesehen hat unser Einsender hier aus meiner Sicht alles richtig gemacht. Der Transporter vor uns hingegen, der macht alles falsch. Ja. Das ist, hey, was ist denn mit dir jetzt gerade gewesen? Das ist es. Wenn die andere Ampel her. Nice. Was hat der denn jetzt gerade geritten? Ja, vor allem. Irgendwie fällt dem Audi links ein, och, ich muss hier in die Mitte. Die Art und Weise gefällt unserem Einsender jedoch zu Recht nicht. Junge! Was ist das denn für ein Sag mal! Nein! Aber bist du wirklich bescheuert oder was? Bremst vor mir, Idiot! Ja, der war ja schon am Bremsen bei der... Ja, vorbei ist das Ganze allerdings noch nicht. Der Audi klebt uns jetzt nämlich hinten dran, fühlt sich offenbar gekränkt. Ja, fahr vor mir, bremst! Kann mir einer das Überholmanöver hier mal bitte erklären? Wie dreist kann man eigentlich sein? Oh, Alter! Was denn? Junge! Während der eine da ziemlich bescheiden hinter der Haltelinie steht, einmal ein großes Dankeschön an alle Kanalmitglieder. Der ist ziemlich weit vorne. Ja, so weit vorne, dass er den grünen Rechtsabbiegerpfeil nun nicht sehen kann. Der sieht den grünen Pfeil nicht. Da wäre Ostern fast vorbei gewesen, lange bevor es angefangen hat. Mit Bodo sind wir hier in Thailand unterwegs. Die bei uns so teuren Unterbodenwäschen gibt's da umsonst. We'll be right back.
Das Wichtigste vorweg, alle Beteiligten konnten das Krankenhaus nach einer Untersuchung wieder verlassen. Das Auto vom Einsender hat einen Totalschaden. Das Besondere kommt jetzt noch, dieses Video hier zeigt mal wieder perfekt, weshalb Dashcams wichtig sind. Die Fahrerin des Autos, das unserem Einsender die Vorfahrt genommen hat, hat nämlich behauptet, unser Einsender hätte rot gehabt. Die Begleiter in ihrem Fahrzeug haben unseren Einsender bedroht, bis Anwohner zu Hilfe kamen. Dank der Dashcam konnte der Unfall jedoch zweifelsfrei aufgeklärt werden. Viele Menschen da draußen sind einfach nicht ehrlich und wollen ihre Fehler nicht einsehen. Und genau wegen solchen Menschen habe ich eine Dashcam im Auto. Der weiße PKW vor uns hat eigentlich Vorfahrt, das interessiert den von links kommenden nun nicht wirklich. Völlig geträumt oder wie kann man das hier anders erklären? Dass LKW oftmals ein bisschen länger brauchen, um sich gegenseitig zu überholen, das ist ja wahrlich nichts Neues. Esmet, was sagst denn du hierzu? Ich weiß nicht, was das hier wird. Meine, ich fahre 85. Er fährt vielleicht 86. Und blockiert hier die komplette Spur. Ich weiß nicht warum. Wozu überholt man dann? Nur um knapp dann vor dem Überholten reinzuziehen. Muss ich dazu noch was sagen? Nee, danke, reicht. Pflegedienst on Tour. Da wäre er fast selbst zum Pflegefall geworden. Ibis, der Radfahrer da rechts, der hält doch vorbildlich bei Rot an, oder? Nein, das ist nicht. Nein! Hallo, der wird doch überholt. Guck an. Wer hätte das so kommen sehen? Ach, ich! Hallo! Witzig. Rechts der Weg ist mit dem Zusatzschild Radfahrer frei deklariert. Hier dürfen Radfahrer allerdings nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren und das macht unser Einsender ja nun wahrlich nicht, also entscheidet er sich korrekterweise für die Nutzung der Straße. Ab hier schließt jetzt ein Auto auf den Einsender auf. Ab hier hat unser Einsender nicht mehr die Möglichkeit, dieses Auto vorbeizulassen, also bleibt er eben vor ihm. Die Quittung für sein eigentlich korrektes Verhalten folgt prompt. Und hier sage ich jetzt das, was ich so gerne sage. Wer sich nicht im Griff hat, soll doch bitte zu Hause bleiben. Durch die Pixelung seht ihr es nicht, aber die Frau hat stumpf die meiste Zeit wo ganz anders hingeguckt, als sie hinfährt. Hingucken, wo du fährst. Eine Engstelle, so wie es jetzt ist, geht's nicht mehr weiter, also denkt Kadett 72 mit und fährt ein Stück zurück. Leider ist Mitdenken nicht so die Stärke von jedem. Musst du denn jetzt da rumfahren, oder? Meine Fresse, ey! Rage King hingegen, der kann es auch. Ja, viel mit Dashcam zu tun hat das hier nicht. Cool finde ich es trotzdem. Ein ganz herzliches Dankeschön an dieser Stelle mal an alle Videoeinsender. Wir haben euch nochmals in der Videobeschreibung erwähnt. Wenn auch ihr Teil dieser Videos werden wollt, schickt eure Clips gerne an die links eingeblendete E-Mail-Adresse. Alle Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Während ihr dem Heli jetzt weiter beim Start zusehen könnt, möchte ich mich schon mal von euch verabschieden. Danke fürs Zusehen, wir hoffen es hat gefallen. Egal wie euer Urteil ausfällt, wir würden uns in jedem Fall über eine kleine Bewertung freuen. Und dann hoffen wir, sehen wir euch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, fahrt gut und besser und ciao ciao.